Elijah muss sterben. Okay, gucken wir ganz kurz. Wir ziehen uns natürlich wieder Sierra Madre Helm an. Und als Waffen nehmen wir nicht das Bleirohr, sondern... Wir wollten ihn ja abmetzeln eigentlich, ne? Wir werden dann das heiße Messer irgendwie... Mal gucken, was auf uns zukommt. Aber dann nehmen wir nämlich das super erhitzte kosmische Messer und werden es vergiften. Dann wollen wir mal. Oh, wir dürfen noch ein bisschen... Ne, ist alles leer. Zigaretten aber da gelassen. Gesund, gesund. Okay. Aber mein Elijah kann ja gar nicht da sein, warte. Wartungszentrale. Wartungszugang öffnen. Aufzugprotokollwarnung. Warnung, wird die Vault-Sicherheit deaktiviert und das Vault-Terminal gehackt, wird der Aufzug automatisch zu den Suiten fahren und dort dauerhaft bleiben. Danach gibt es keine Möglichkeit mehr, den Aufzug zu steuern und der Vault-Bereich wird versiegelt. Auf Bestreben von Mr. Sinclair gibt es weder eine manuelle noch eine endgültige Umgehung, sobald der Aufzug gesperrt ist. Einmal ausgelöst, kann dieser Vorgang nicht rückgängig gemacht werden. Wusste er von dem Angriff? Ist er ein Chinese? Und es war einfach zu früh? Deshalb hat er gesagt, macht schnell, schnell, schnell. Er wollte mit seiner Frau in die Vault? Ihm war es also alles egal? Bis zu diesem Zeitpunkt kam der Aufzug beliebig vom Terminal rüber bedient werden. Ja. Wo denn? Wartet ganz kurz. Okay. Wir sind jetzt der Erste hier unten nach langer Zeit, ne? Dafür brauchen wir meine... Oh nein, dafür brauchen wir die Waffe aus dem MT. Die haben wir aber nicht. Nein. Okay. Dann müssen wir da jetzt rein. Wasser? Oh, das ist neu. Ist schon mal so hoch nach oben gespritzt. Hui, yuppie, putsch, 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 putsch. Yay. Hahaha, wuhu. Haha, yuppie. Okay. Das DLC ist aber sehr verwirrend, muss ich zugeben, weil jetzt bin ich hier unten und muss rausfinden, was der Schatz ist oder was. Ich meine, alle sagen einfach nur, es ist ein Schatz, aber das muss ja gar nicht. Oh, so viele Zigaretten, ich will nicht mehr. Da. Begin again. Wusste er von dem Krieg? Und das war sein Begin again? Ah, da. Oder? Jo. Noch irgendwo? Nein. Ich habe eine Waffe. Ich benutze sie. Oh, das ist ja lustig. Oh wow, wie brutal. Was? Aua. Das will ich haben, das Schild. Trip Hazard Caution. Baum, voll auf die Fresse und alle lachen. Das ist sehr tief. Also das ist gefährlich. Aber wir wollen ja zur Vault an sich, ne? Ich meine, das ist immer noch keine lebenswerte Vault bisher, würde ich sagen. Oh, wo denn jetzt schon wieder? Wo? Ja, ich weiß, ich vergiftet werde. Ich bin weggelaufen, weil ich weiß nicht mehr. Damn it! Ich laufe immer hin und her. So nervtötend. Nur weil ich nichts finde. Oh, Notiz eines Arbeiters. Ich bin schon wieder vergiftet. Ich hasse das. Schnell einmal ein Wasser trinken. Und dann... Notiz. Wir kriegen nicht genug bezahlt für diesen Job. Die Arbeit mit diesen wandelnden Lichtshows hier unten geht mir auf die Nerven. Und der Aufzug... Oh, weiß Sinclair, wie gefährlich ist es, den Aufzug so zu blockieren? Wenn jemand aus Versehen den Todmann-Schalter
in seiner Vault auslöst, sogar Sinclair selbst, wird dieser ganze Ort zu einem großen Metallsarg. Oh nein, er ist so einer. Ist das so ein Romeo und Julia-Ding? Lou versucht es ihm zu erklären und Sinclair meint, das sei dann eben menschliches Versagen. Ja, dann kommst du aber auch nicht mehr runter, ne? Ja. Warte, ist das was? Nein. Oh Mann, oh. Nervtötend. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Aufgehört zu piepen. Da! Bitch! Sonst noch irgendwo? Hier piept es wieder. Weil ich höre dann Radio. Wo ist das Radio? Ja. Dann eben nicht. Boah, ey. Okay, hier sind wir jetzt sicher. Die Frage ist... Oh nein. Egal, gehen wir weiter. Also das werde ich nicht vermissen. Das ist schon ziemlich nervtötend. Hier piept jetzt also auch nicht mehr. Hä? Sehr seltsame Frequenz. Wenn Wi-Fi mal so funktionieren würde. Au! Hilfe, Hilfe! Hilfe, Hilfe! Ich häng fest! Oh mein Gott. Soll ich hier rüber? Ja. Nimm Stimpack. Hab jetzt genug aufgesammelt. Oh! Versteck! Versteckwerkzeugkasten. Versteckwerkzeugkasten. Ist aber nicht mal was Gutes drin. Wieso sagst du Versteckwerkzeugkasten? Das ist nicht mal ein Versteck. Jeder kann dich sehen. Oh, ich bin hier mal versteckt. Hier werde ich einfach mal nackt sonnenbaden. Ohne Sonne. Ohne Versteck. Geiles Versteck. Naja, manchmal versteckt man sich halt, ne? Warte mal, hier sind wir... Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. War doch hier richtig. Also, hier geht's weiter. Und dann geht's hier hoch. Aua! Nein! Okay, nochmal. Warte, das war's gar nicht? Da? Ich versuche wieder zu gucken. Ah, hier ist ein roter. Wir müssen da schnell vorbei. Okay. Ich speichere trotzdem mal. Mit Sprungeinlagen. Das ist natürlich super schlimm. Kann man es ausmachen? Alarm ausschalten. Huh! Okay. Bitch. Das war knapp. Boah, ist das fies. Es ist spannend und gleichzeitig so fies. Ist da irgendwas? Nein. Okay, Leute. Jetzt bin ich irgendwie nicht mehr der Meinung, weil es schon sehr seltsam ist, wie die Vault nicht schön ist. Also, hier mit Vera hin, keine Ahnung. Sieht nicht aus, als ob er was vorhat. Was hatte er vor? Achso, hier darf man ja mal trinken. Und da ist jemand. Ist das Sinclair? Deshalb war ich kurz so, dachte ich kurz so, ach so, das ist dann Elijah. Oh. Okay, da hinten ist einer. Da hinten ist einer.
bisschen schneller laufen. Lö. Hologrammsteuerung. Verhalten einstellen. Wasserventil. Okay. Ah! Bitch. Ich muss an einen anderen Computer ran. Ah, Hilfe! Lass mich! Ich hasse dich! Hier vielleicht? Oh, das ist auch ein Hologramm. Mr. Sinclair, Ebe. Willkommen im Namen Ihrer Freunde bei NE. Bedanken wir uns dafür, dass Sie das Neueste in Sachen Service und Sicherheitstechnik erworben haben. Treten Probleme auf, kontaktieren Sie bitte unseren Notfallservice. An Wochentagen durchgehend zwischen 10 und 14 Uhr, Dienstag und Donnerstag sollte... Achso, das kennen wir ja schon. Okay. Computersteuern, Patrouille. Ja. Oh nein! Ich hab keine Ahnung! Uns fehlt einem so die Übersicht. Okay, was müssen wir machen, damit wir da durchkommen? Die Tür war zu. Wir können also nichts irgendwie... Wir können nicht kämpfen. Okay, dann gehen wir hier rüber. Unten ist der Tod. Und da bewegt sich irgendwas. Das ist sehr creepy. Warum hat sich da was bewegt? Seht ihr das? Du hast mich nicht gesehen. Ich hab das Licht aus. Ah, dammit. Ich probiere einfach mal alles. So. Dann. Das brauchen wir, weil irgendwas hat uns das gebracht. Bewacht Zugang zum elektrischen Pott. Dann machen wir das weg. Ah, okay. Hier sind wir noch relativ sicher. Und dann... Ja, schießt mal weiter. Alarm abschalten. Puh, ein Glück. Sicherheitskraftfeld abschalten. Oh, nice. Und dann... Alternativrouten. Macht Alternativrouten. Ein Vorkriegsbuch, da hat jemand hier gerne gelesen. In diesem dunklen Todesbereich. Geht alternativ. Alternativ ist super. Politisch, überhaupt, alles. Keine Ahnung. Alternative Programme, alternatives Essen, alternativ. Lass mich durch. Dankeschön. Huh. Nein. Wie viele gibt es denn hier noch? Man kann auch nerven. So viel Werkzeuge. Ja. Man sollte meinen, es gibt vielleicht ein Alarmsystem für alle. Sicherheitsprotokollinformationen. Wartungspersonalwarnung. Auf Sicherheit an. Aufzugsruf zu Vorstandssuiten. Sicherheitsgeschütze aktiv, nicht abgeschirmt. Elektrische Absperrung versiegelt. Ward. Sicherheit aus. Ausruf, Aufzugsruf zu Vorstandssuiten. Sicherheitsgeschütz inaktiv, abgeschirmt. Elektrische Absperrung aus. Okay. Sicherheitssystemprotokolle Warnung. Sollte die Vault-Sicherheit inaktiv sein oder? Okay. Ja. Aufzug setzt sich kurz nach Abschaltung des Sicherheitssystems in Bewegung. Fortfahren? Ja. Das ist nicht gut. Wir kommen nicht mehr hoch. Aber wir finden bestimmt noch irgendwie einen Weg. Wir sind Charon. Hä? Okay. Für einen Filmeabend. Doch! Das ist aber ein langer Weg, den du da sie hast.
und richtig abgeschirmt. What the fuck, der ist aber auch sehr besitzergreifend, bisschen Red Flag, würde ich mal sagen. Gleichzeitig will er halt wahrscheinlich das verhindern, dass andere Leute mit reinkommen. Darum ging's. Sobald sie unten sind, darf keiner mehr runterkommen. Und wenn es doch noch einer schafft, werden sie abgeschossen. Also ich verstehe es, glaube ich. Heart has required. Wartung. Zugang verriegeln. Den Wartungszugang verriegeln? What the fuck? Ach ne, wir sind am Anfang wieder. Hä? Das ist der Anfang? Sind wir wieder am Anfang? Ich bin verwirrt. Das sah aus wie genau wie am Anfang. Ist das der Schatz? Der Egoismus, dass er einfach mit seiner Vera bis zum Ende noch leben kann. Dafür hat das ganze Geld ausgegeben. Das hätte auch in die Kinder dritten Welt schicken können. Vault-Tür-Terminal. Türsteuerung. Nur die Vertrauenswürdigsten dürfen meine Vault betreten, Sinclair. Entriegeln. Das ging aber einfach. Oh, die haben alle geschossen. Ist er jetzt tot? Oh, wow. Oh, wow. So viel. Oh, wow. Will ich nicht mitnehmen, ist zu schwer. Aber geil, so ein Goldbahn für zu Hause will ich haben. Gewehrschrank. Aber, okay, er hat sich auf jeden Fall vorbereitet. Ja, aber komm. Das will ich haben, das will ich haben, das will ich haben. Den Rest kannst du behalten. Sicherheitsterminal. Draußen ist irgendein Bösewicht. Sicherheitsprotokoll deaktivieren. Okay. Geschützterminal. Stromgenerator untersuchen. Nö, den hacken wir. Dann machen wir jetzt schön. Einfach kaputt machen. Der Strom ist ja auch... Oh mein Gott. okay, das ist wirklich sehr schwer. Ich dachte, das wird ein bisschen weniger dadurch, dass wir... okay, das ist nicht... Wir schaffen das jetzt zusammen. Guck mal. Wir machen das jetzt, weil bald müssen wir es ja nicht mehr. Und das ist es auch nicht. Organization könnte es sein. Kann es auch. 5. Seht ihr? Und Hood, ihr seid jetzt einfach dabei. Was soll's? Ich würde eigentlich ausmachen. Mache ich auch. Wenn ich es gleich nicht schaffe, mache ich es aus. Oder? Ich bin sehr verwirrt gerade. Wir haben gerade den Aufzug. Ich verstehe langsam die Geschichte, aber wir machen jetzt einen Aufzug. Haben wir jetzt abgeschaltet. Aber Elijah kommt doch dann gar nicht runter. Ha. Okay. Es sind auf jeden Fall nicht 5, glaube ich. So. Rektion. 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 Ah, ich bin so erwachsen. So, nein, auch nicht. Wahrscheinlich irgendwas mit Zion am Ende, oder? Also macht am meisten Sinn. Also haben wir irgendwas. Da, guck mal. Organization. Da haben wir schon mal 4 hinten. 5. Das ist 6. Das geht nicht. Civilization geht auch nicht. Sation. So viele Sationen am Ende. Tors. Tors. 2, 3... Nope. Ich nehme jetzt alle. Ich probiere jetzt alle durch. Bevor ich jetzt einen überspringe und sage, das wird es bestimmt nicht sein. Und dann ist es das. Und dann bin ich sauer. Hier haben wir nur 2, 3, 4. Oh, fast. Infiltration. Das könnte es auch sein. Ah, auch 5. Dann ist es wahrscheinlich... Purification? Nope. Okay. Dieser Generator betreibt die Geschützturmverteidigung.
Geschützt, Turmverteidigung B. Vielleicht können sie den Generator zertrümmern. Okay. Daneben nicht! Blöder, verschlossener, schwerer. Und Radio. Oh, piept aber nicht. Aber hat ein Radio reingepackt, falls, ne? Das ist ja schon klar. Erste-Hilfe-Kasten wurde nie benutzt. Ist er denn nie hier? Kriegen wir keine besondere... irgendwie... Besonderheit? Eine besondere Brille? Ihr wisst schon, was ich meine. Wir haben hier einen Verkaufsautomaten. Das ist sehr clever. Okay. Ich möchte so einen Goldbar ja schon mal mitnehmen, ne? Steuerungsterminal. Was kommt denn jetzt? Vera oder Vera Keys? Vera Keys. Holodisk entnommen. Datei nicht gefunden. Vera. Wichtig, Vera. Sieh dir das an. An Vera. Oh, Leute, jetzt geht's los. Vera, falls du dies liest, sind meine Befürchtungen wahr geworden und dies ist eine Entschuldigung. Ich hoffe, du bist dir darüber im Klaren, was meine letzten Worte an dich bedeuteten. Wenn dem so ist, haben sie dich hergeführt. Und dieser Ort wird dich beschützen. Ich weiß, was sie für mich bedeuten, was sie für mich bedeuteten, und ich fürchte, sie haben mich hier gefangen. Was? Warte. Ich weiß, was sie für mich bedeuteten, und ich fürchte, sie haben mich hier gefangen. Ich habe den vorigen Eintrag nach unserer Unterhaltung heute Nacht ausgewählt. Es muss schwer für dich gewesen sein, und es tut mir leid, was ich dich stillschweigend durchmachen ließ. Ich weiß, dass du es nicht aus Boshaftigkeit getan hast, auch wenn du mich nicht liebst. Ich wusste von deinen Plänen, gemeinsam mit Dean das Casino auszurauben, bevor du es mir erzählt hast. Achso, sie hat's gebeichtet in der Nacht, oder was? Es von dir zu hören, hat es nicht einfacher gemacht. Wenn du mich fragst, bin ich froh, dass du es mir selbst gesagt hast, und ich verstehe, was die Bänder in seinem Besitz zu bedeuten hatten. Achso, ja, er erpresst die Erpressung wahrscheinlich, ne? Ich glaube nicht, dass einer von euch beiden verstanden hat, woher deine Abhängigkeit herrührte. Und das ist das Tragische daran. Oh, sie wurde abhängig, weil sie krank war und nur er wusste, dass sie krank war? Ich nehme an, die Welt hätte dir sowieso nicht geglaubt. Deswegen respektiere ich deinen Wunsch, es geheim zu halten. Ah doch, sie wusste es, okay. Als ich anfing, diese Villa und dieses Casino zu bauen, tat ich es für dich. Als die Welt sich kopfüber in den Krieg stürzen zu wollen schien, wurde es mein Wunsch, dich zu beschützen. Die Darlehen, die Geldmittel, die ich in den Bau des Casinos investierte. Ich wusste, sollte der Krieg uns heimsuchen, würde es nichts mehr ausmachen. Es war mein Weg, eine Zuflucht, eine Verteidigung gegen Strahlung und Bomben zu bauen. Erst also doch gut. Als Dean unabsichtlich durch unsere Vorstellung seine Pläne enthüllte... Was? Warum? Durch unsere Vorstellung seine Pläne enthüllte, wurde mir bewusst, was passiert war und wie ich hereingelegt worden war. Eine Zeit lang hegte ich düstere Gedanken. Ich baute die Casino Vault von einer Zuflucht zu einer Falle um, weil ich wusste, dass Dean als erstes hineingehen würde. Er würde hier unten sterben, und zwar durch seine eigene Hand. Oh, das wäre auch lustig gewesen. Oh, Sinclair, du bist clever. Er hat's umgebaut. Und dann kann keiner mehr hier raus. Ich fürchte jedoch, dass ich über mein Ziel hinausgeschossen bin und dass der einzige sichere Ort im Casino die Vault ist. Ich habe versucht, die Systeme neu zu verkabeln, die Protokolle zu ändern, aber es gelingt mir nicht. Ich werde noch einen Versuch an den Rohren am Rand der Außenplattform unternehmen. Merken, um herauszufinden, ob etwas getan werden kann. Ich fürchte, es ist zwecklos. Wenn du hier runterkommst, greif nicht auf meinen persönlichen Konteneintrag zu. Oh. Ups. Er enthält nur eine Nachricht für Dean und wird die Tür versiegeln, sodass es keinen Ausweg für dich gibt. Sogar der Aufzug ist so programmiert, dass er automatisch zurückfährt und gesperrt bleibt, wenn die Tür geschlossen wird. Welt? Es sollte genug Vorräte in der Vault geben, um dich am Leben zu halten, bis Hilfe trifft. Ich habe dafür gesorgt, dass hier unten genügend medizinisches Material zur Verfügung steht, damit es dir gut geht. Wo? Die Hologramme sollten das Casino vor jeglichen Angreifern schützen und der Hologramm-Funkleitstrahl in der Villa wird ein Notsignal aussenden, damit andere erfahren, dass du hier bist.
Es macht alles Sinn. Das ist sehr clever. Warum Vera das jetzt, warum Vera seit 200 Jahren jetzt um Hilfe schreit. Aber sie ist nie hergekommen. Wenn die Gefahr vorüber ist, wird die Rettung kommen. Ich hoffe, du konntest das lesen und sei versichert, dass ich dich geliebt habe. Frederick Sinclair. Oh, er war gut. Okay, darauf sollen wir jetzt nicht. Glauben wir ihm einfach mal, oder? Sinclairs persönliche Konten. Du. Oh. Du bist in der Wort. Endlich. Du bist leise. Nach so langer Zeit. Aber wenigstens kratzt du nicht. Das Sierra Madre. Mein. Ja, ja. Warte. Geh nicht in die Vault. Und nichts anfassen. Da unten könnte es noch mehr Fallen geben. Ein weiteres Sicherheitssystem. Sie verstecken sich immer noch hinter ihren Bildern und Bildschirmen. Sie schulden mir einige Erklärungen. Wie haben Sie es geschafft, auf meinen Pip-Boy zuzugreifen? Ja, aber das hatten wir schon. Das war eine der allerersten Sachen, die gemacht wurde. Sie verstecken sich immer noch hinter Bildern und Bildschirmen. Versteckt? Kaum. Gefangen. Meinst du, du wärst der Erste, der die Casinotür geöffnet hat? Nein. Ich tat es ebenfalls. Mit anderen Händen. Anderen Körpern. Danach war ich gefangen. Einmal eingeschlossen, kam ich nicht raus. Bis mich dein Pip-Boy-Signal in der Villa erreichte. Oh, tut mir so leid. Dann wurde alles anders. Und hier bist du. Die schulden mir Erklärung. Okay, bevor es noch weitergeht, habe ich dann noch ein paar Fragen. Ich habe die Schnauze voll, mit einem Bild auf dem Monitor zu quatschen. Wenn du rauskommen willst, dann tu es. Jetzt, wo ich hier bin, kommst du runter? Sie schulden mir einige Erklärungen. Wirklich? Für was denn? Deine Gier? Oh, bitte. Du bist aus freien Stücken hergekommen. Nein. Keiner hat dir eine Waffe an den Kopf gehalten. So Bullshit. Ich habe deine Pip-Boy-Archive gesehen. Deine Kartenmarkierungen. Du hast wie ich das Sierra Madre-Signal aufgefangen und konntest nicht widerstehen. Wenn du meinst, ich wäre verantwortlich, nein, mich trifft keine Schuld. Du hättest dir das Halsband auch selber angezogen. What the fuck? Victim Blaming, aber diesmal echt. What the fuck bist du denn? Ich will dich töten. Ich meine, ach komm noch her, wir spielen ein bisschen. Ich hasse ihn. Wie er es umgedreht hat. Wow. Wie nennt man das? Gaslighting oder? Nee, ich weiß nicht mehr, wie man es nennt. Aber what the fuck? Das ist so wie, deshalb hasse ich Religion, weil Religion genauso arbeitet. Weißt du, so umdrehen. Wow. Nein, 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 nein. Ich habe in einer Frauenstimme gefolgt, die gesagt, kommen Sie her zu Sierra Madre. Warum nicht? Warum nicht? Das ist wie jemand sagt, komm nach New Vegas. Du hast das. Ich würde mir ganz bestimmt nicht eine Bombe um den Hals legen. Du absoluter Arsch. Du. Was für ein eingebildeter Fatzke. Da ist ja, da ist Gott und Doc sind da um einiges besser. Wir haben es geschafft, auf meinen Pip-Boy zuzugreifen. Du hörst dich an, als hättest du noch nie ein Robco-Terminal gesehen. Ja, ja. Keine Maschine ist idiotensicher. Sie wurden erschaffen, um uns zu gehorchen. Das Betriebssystem des Pip-Boys hat Schwächen. Ein Vorteil für jeden, der sich damit auseinandergesetzt hat, wenn auch nur oberflächlich. Es ist allerdings nur eine Maschine. Seine wahre Schwäche ist derjenige, der ihn trägt. What? Und so gingst du mir in die Falle. Ich bin in keine Falle getappt. Oh, er hat doch sogar, wir wissen ja noch, wo das Radio war oder der Sender, nämlich in seiner komischen, ne? In seiner kleinen Vault da. Wie meinen Sie das? Sie brauchten es, um zu flüchten. Was? Sie brauchten es, um zu flüchten. Du bist stolz darauf. Fühlt sich hier jemand überlegen? Ja, du. Das Ding um dein Handgelenk ist eine Bequemlichkeit. Es sagt dir, wohin du gehen sollst, was du machen sollst und stumpft dich ab. Vielleicht hat es dir geholfen, den Sierra Madre Sender zu finden. Ja. Aber ist heute genauso wie in der alten Welt nur eine nutzlose Krücke. Bullshit. Bullshit. Guck mal, mal wieder Real Talk. Ich bin ja auch, ich verstehe nicht, Amerikaner nerven mich schon seit ich denken kann mit ihren Waffen. Aber ich bin nicht gegen Waffen an sich. Ich finde zwar gut, dass Deutschland und Kanada und sowas sehr wenig Waffen hat und Leute brauchen wirklich ein, ne? Es geht darum, dass du
du musst dich erstmal anmelden, du brauchst einen Waffenschein und so weiter. Du musst Verantwortung übernehmen, aber es ist trotzdem richtig, wenn ich eine Waffe finde, dann ist das nicht automatisch eine Krücke oder sowas, sondern wenn ich dann plötzlich in der Wildnis angegriffen werde, von egal was, kann ich mich verteidigen. Es geht um Verteidigung. Da verstehe ich die Amerikaner sogar, wenn sie sagen, ich erschieße jemanden, der in mein Haus einbricht und mich entführen möchte. Und das finde ich total in Ordnung, muss ich zugeben. Weil er muss ja nicht in dein Haus einbrechen. Und hier jetzt, du bist ein Henker und gleichzeitig aber auch der Richter. Und das finde ich gerade ganz, ganz schlimm, dass du, das bin ich zwar auch, das ist Charon auch, aber Charon macht nicht so ein Bullshit. Charon lügt nicht, oder ich drücke nie auf Lüge. Charon versucht nicht, jemanden in eine Falle zu locken, sondern versucht das zu klären. Und er hier ist gerade ein super Arsch. Ich hasse ihn gerade. Wow, hätte ich nicht gedacht. Cäsar haben wir nicht so wirklich mitbekommen, aber den habe ich auch. Dieser Bullshit, den die labern. Also, er kann ja sagen, oh, früher war alles besser und sowas, da brauchten wir so einen Pip-Boy nicht. Er hat ja auch recht, nicht jeder hat einen Pip-Boy. Aber ne, es ist wie ein Smartphone. Ein Smartphone an sich ist nichts Schlimmes, bloß die Leute machen etwas Schlimmes daraus. Haben wir was Schlimmes mit dem Pip-Boy gemacht? Nein. Wir haben ihn benutzt zu unserem Vorteil. Das ist ein Unterschied. Ich habe da noch ein paar Fragen. Neugierig, glaube ich gern. Lassen wir uns Zeit. Unser Verhältnis war bisher ein wenig zu einseitig. Selbst für meinen Geschmack. Oh, 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 oh! Oh, endlich! Du bist Veronicas Mentor, der Älteste, der Helios One verlor. Wir können was sagen, das ist das erste Mal in diesem DLC. Was willst du von Sierra Madre? Wie hast du davon erfahren? Woher hast du die Halsbänder? Du bist nicht mehr als ein Mörder, der einen Massenmord begehen will. Hä? Wieso? Ich verstehe immer noch nicht, was dein Plan ist. Wieso weißt du wieder mehr, Charon? Wie hast du mich hergebracht? Okay, ich habe Schnauze voll. Du bist Veronicas Mentor. Veronica, sie überlebte Helios. Sie würde einfallsreich. Das mit Helios One war der einzige Ausweg. Neben Rückzug. RNK. Wie Ameisen über den Relikten der alten Welt. Hoover-Staudamm. Helios. Jetzt kommt's. Ich lasse diese Kinder nicht weiter angreifen. Harden, McNamara können, wollen sie nicht aufhalten. Ich schon. Mit der alten Welt als meine Waffe. Heißt das, er ist immer noch ein Bruder, aber ein bisschen radikal? Okay. Du willst RNK angreifen? Die gesamte RNK? Angreifen? Nein. Reinen Tisch machen. Bist du leise? Die Mojave zu dem machen, was sie einst war. Natur belassen. Ohne den Menschen. Das schon wieder. Ich schicke die Wolke. Die Hologramme. Ich bringe Verderben. Bis ich es wieder bin. Der ganz oben. Auf dem Helios One steht. Ich hülle den Hoover-Staudamm mit der Wolke ein. Schicke Sonnenspeere gegen seine Mauern. Mit einer Geisterarmee aus der alten Welt. Alles Hologramme. Ich töte sie, bis ich ganz allein bin. What the fuck? In einer Welt voller Stille. Wusste ich's. Kein Vergleich mit den Vorkommnissen um Helios One. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Boah, er hat mich so angedeutet, ne? Er will einfach alle töten. Er entscheidet. So ein Arsch. So ein... Oh mein Gott, werde ich dich gerne töten. Weil du hast es nicht verdient, diese Luft zu atmen. Die Republik ist mir gleich. Du kannst sie alle töten. Nein, stimmt nicht. Was? Da ist noch was anderes. Was willst du vom Sierra Madre? Hat er eben gesagt. Was will ich? Waffen. Sicherheit. Eine eigene Zitadelle. Ja, ja. Das Madre ist all das. Es ist eine Festung und eine Waffe. Und die Chance, noch einmal neu anzufangen. Begin again. Sobald ich seine Archive öffne, kann ich die Mojave so formen, wie ich möchte. Ich verstehe nicht, wie dir dabei ein Casino aus der alten Welt behilflich sein kann. Die Wolke ist etwas Einzigartiges auf meinen Reisen. Ja. Ihre Nähe zum Sierra Madre
ist kein Zufall. Derzeit beschützt sie das Casino, konserviert es. Sie kann auch andere Relikte der alten Welt konservieren und gleichzeitig reinigen. Und soweit ich die Hologrammtechnologie erforscht habe, war die Big Empty-Anlage leer. Nur in Sierra Madre funktionieren Hologramme wirklich. Ja, das stimmt. Da haben sie uns nicht angegriffen, ne? Im MT. Aber warte mal, wurde nicht gesagt, die diese Rostwolke zerstört oder nicht zerstört, aber verformt und zersetzt Metall oder sowas? Und warum eigentlich dann hier nicht? Das macht ja überhaupt keinen Sinn, die freizulassen. Und woher kommt diese Wolke? Selbst Lost hat die Wolke erklärt. Ordentlich, das ist wohl ein Scherz. Ordentlich? Was hat er, warte mal, was hat er gesagt? Klar, als tödliche Fallen. Die Hologramme hier töten Unbefugte. Das ist es, was ich will. Wenn man einen der Sender in ein Kampfgemenge wirft, gibt es kein Entkommen. Es ist wie Licht in den Händen halten. Man kann es nicht bekämpfen. Nur brennen sehen. Wie eine tragbare Armee. Macht das Sinn? Und jeder gegen dich stirbt. Mein Gott, bist du bitter. Was für ein bitterer, ich will nicht sagen alter Mann, aber in dem Moment stimmt das. Wie so ein bitterer alter Mann, der einfach sagt, die Welt ist doof. Das ist alles, was du willst? Nein, eine Sache möchte ich noch vom Sierra Madre. Seine Beute. Die Maschinen, die die Straßen und Korridore bevölkern. Sie versorgen jeden mit allem. Vielleicht waren sie in der Vorkriegszeit gewöhnlich zu vernachlässigen. Jetzt sind sie viel wertvoller. Das stimmt. Du weißt es. Sie halfen dir, am Leben zu bleiben. Ja, meh. Ging so, ne? Aber ja, so einen hätte ich auch gern für zu Hause, muss ich zugeben. Schade, dass man da nicht einen mitnehmen kann und dann einfach bei sich in die Wohnung. Das hätten sie bei dem Spiel schon machen können. Man hat ein eigenes Dorf oder wenigstens eine eigene Villa oder so. Und da kann man dann von allen Seiten Sachen reinholen. Vielleicht schön teuer, mit Quests verbunden. Und dann hat man das alles. Und nachher hat man so eine vollgepackte Villa mit Leuten. Jeder kriegt ein Zimmer. Man hat so ein Sierra Madre-Ding. Das wäre toll, oder? Das wäre so ein Pluspunkt. Aber, okay, scheinbar war es die Geschichte mit Sinclair. Sinclair hatte also wirklich vor, sein ganzes Geld da unten hinzupacken. Der wahre Schutz war aber die Walt, weil er wusste vom Krieg und sowas. Und dann hat er es umgewandelt und hat das benutzt als Anlocken. Er wusste aber nicht, dass es dann sofort mit den Bomben losgeht. Er meinte, sie haben mich. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Haben wir Sinclair gefunden? Das habe ich nicht ganz verstanden. Und er wollte eigentlich, dass sie dann... jetzt kommt's, was ich sagen will. Er hat trotzdem jetzt unten Geld hingelegt. Wenn Vera dann gerettet wird, ist sie reich. Bis zum Ende war ein Simp. Bis zum fucking Ende. Obwohl er wusste. Er wusste, dass sie ihn belügt und nicht liebt. Dann hat sie ihn auch noch gesagt, tut mir leid, ich kann das nicht mehr weitermachen. Das finde ich gut. Das spricht für Vera. Vor der großen Eröffnung hat sie noch gesagt, nee, das kann ich nicht tun. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Finde ich einen Pluspunkt. Er hat gesagt, das weiß ich schon und sowas. Sie hat sich entschuldigt, ist dann gestorben in Elend. Dean ist nicht gestorben, wusste aber nichts davon, dass alles schon aufgedeckt wurde und dachte, er kommt noch rein. Super gut geschrieben, so ist das nicht. Eine tolle Geschichte. Bloß der Weg dorthin war ein bisschen lame, muss ich zugeben. Es war wie so eine alte, ne, ich vergleiche das immer mal mit den Serien aus den 90ern. Manchmal waren sie zu lang und es war cool geschrieben, aber es passierte zu wenig. Finde ich ein bisschen seltsam. Wo würdest du sie verwenden? Lebensmittel, Vorräte, medizinische Hilfe, Munition, mehr Halsbänder, vielleicht sogar eine eigene Währung, einen eigenen Staat. Die Wolke erlaubt mir, reinen Tisch zu machen. Ja, ja. Die Halsbänder bedeuten Zusammenarbeit, Hologramme, Verteidigung. Die Automaten sorgen für alles andere. Das Sierra Madre kann Nationen aufbauen und zum Einsturz bringen. Mittels seiner Technologie und der richtigen Anwendung. Der richtigen Anwendung, ja. Wirklich? Du willst den Leuten, auch Kindern oder was? Du willst denen diese Halsbänder anlegen, damit sie miteinander arbeiten? Gezwungen? Wow. Du bist nicht mehr als ein Mörder, der einen Massenmord begehen will.
Aber ich will noch mehr fragen. Aber ich sag mal. Ich ein Mörder? Unsinn. Dann wäre dein Halsband schon längst hochgegangen. Ist schon öfter. Es sorgt für Gehorsam und fördert Zusammenarbeit. Ja. Überleg mal. Wärt ihr ohne diese Halsbänder in das Casino gekommen? Nein. Die Natur des Menschen wäre euch wie immer in die Quere gekommen. Wusstest du, dass ich dafür die Halsbänder ständig neu anpassen und die Spielregeln neu schreiben musste? Oh, das tut mir leid. Das tut mir total leid, dass du, dass du da durchgehen musst. Oh, wow. Und außerdem, ja, wir wären vielleicht nicht reingekommen, aber das ist unsere Entscheidung. Wovon redest du? Jedes Mal, selbst mit den Halsbändern an den Hälsen, betrogen sie sich gegenseitig, übten Mord und Totschlag, um in das Sierra Madre zu gelangen. So ein Irrsinn. Sie hätten alles haben können. Sie waren so nah dran. Aber sie haben sich immer wieder die Köpfe eingeschlagen. In das Sierra Madre zu kommen war nicht leicht. Aber die Gier auszuschalten war unmöglich. Darum habe ich die Todmannschalter eingebaut. Mir fällt gerade auf, wir haben Glück gehabt, dass Dog das gegessen hat. Oder den Menschen, der eigentlich dafür verantwortlich war. Ich meine, ich weiß nicht, wer eigentlich das Halsband haben sollte. Aber dass Dog das Halsband plötzlich in sich drin hatte, war ja irgendwie auch gegen Elijah. Weil Dog zu verlieren bedeutet auch, zu verlieren, neue Leute anzuschleppen, oder? Eigentlich ist Elijah derjenige, der im Zugzwang hier so ein bisschen war. Aber nein, das wird er niemals zugeben. Also hast du Wahnsinn mit Wahnsinn beantwortet? Wenn dein Leben an ein anderes gebunden ist, Aufopferung und Mitarbeit, man kann sie konditionieren, lernen, sich auf das direkte Ziel konzentrieren. Das stimmt ja auch. Selbst weiß es am besten. Hoffe ich. Nein, es ist nicht echt. Immer. Die ganze traurige Geschichte. Oh, 3 von 4. Nein. Weil das ist so wie dein Kind zu schlagen oder dein Hund. Sie machen es nicht freiwillig, sie lernen nichts daraus, sie lernen nur daraus, dass du gefährlich bist. Wenn die, das ist zum Beispiel ganz schlimm im Osten oder sowas, wenn sie dann immer so Witze daraus machen. Und dann finde ich ganz schlimm, weil ich es nicht lustig finde, überhaupt nicht, wenn sie irgendwie sagen, oh nein! Mir ist was runtergefallen. Und dann, warum hast du Angst? Was ist denn los? Ja, meine Mutter wird mich töten. Und dann, wie? Ja, sie schlägt mich oder sowas. Dann hast du keinen Respekt oder Verständnis oder passt auf, sondern du hast nur Angst. Und das ist eben wie bei einer Diktatur oder sowas. Angst ist natürlich, kannst du immer benutzen, um dein Kind irgendwie zu etwas zu bringen. Aber dieses Kind, wenn dann, sobald du weg bist, wird es glücklich sein und aus Prinzip das Gegenteil machen. Du hast dem Kind nichts beigebracht, du hast das Kind in einen Käfig gesteckt und natürlich willst du aus dem Käfig dann wieder raus. Obwohl es vielleicht sogar das Bessere war. Vielleicht war dieser Käfig gar kein Käfig. Aber das wirst du nicht verstehen, Elijah, ne? Jemanden dazu zu zwingen, zusammenzuarbeiten, dann musst du sie immer wieder zu zwingen. Und wenn sie einmal die Möglichkeit haben, dich zu töten, werden sie dich töten. Und weißt du was? Aus gutem Grund. Wie hast du mich hierher gebracht? Die Frage höre ich immer wieder. Was? Du solltest fragen, wie sie vorhaben, hier wieder rauszukommen. Die Kette beginnt mit dem ersten Halsband, verbunden mit dem nächsten und so weiter. Meine Fallen waren in der ganzen Einöde verstreut. Die Kette endet mit dem Supermutanten, obwohl das Halsband bei ihm unnötig war. Er benötigte nur ein wenig Führung. Also jemand anders mit einem Halsband hat mir meines angelegt. Wer? Der Mutant. Weiß ich doch. Er hatte eines der Halsbänder verschluckt. Danach war er mein. Das Halsband war nicht einmal mehr notwendig. Seinesgleichen existiert einzig dafür, Befehle zu empfangen. Sie sind Soldaten. Einfach und dumm. Hey. Er tat, was ich wollte, auch ohne Todesandrohung. Selbst als ich nicht mehr mit ihm sprach, verließ er die Villa, um nach Opfern in meinen Fallen zu suchen. Aus Gewohnheit. Er muss dich in einer davon gefunden haben. Er hat es vermutlich vergessen. Er erinnert sich nur an meine Stimme. Er legte dir das Halsband um und schleppte dich an, weil er es nicht besser weiß. Dieses Kindhafte,
Diese Gier sind in seinem Naturell verhaftet. Wo ist er gerade? Ich frage mich, was mit den anderen, was mit meinen Kompagnons passiert ist. Weil, das würde ich schön finden. Komm, man kommt jetzt nach Hause und dann reden sie mit einem. Oder Ede kommt an und noch piep, 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 piep oder sowas. Also, dass sie sich Sorgen um mich gemacht haben. Aber man kommt nach Hause und es ist, als ob nichts passiert wäre. Das finde ich ein bisschen schade. Wenn Doc mein Halsband angelegt hat, wieso hat er dann nichts gesagt? Hat er doch, oder? War das nicht klar? Doc. Passt. So habe ich ihn genannt. Sie wissen ja, warum er es vergaß. FEV hatte sein Gehirn zerstört. Sein Gedächtnis ruiniert. Womöglich hat er den Weg doch verinnerlicht. Ich bezweifle es. Er orientiert sich anhand von Gerüchen und Instinkten. Aber man konnte ihn abrichten. Weißt du, wenn man hier rauskommt? Klar. Ich bin den ganzen Weg gelaufen. Keine Sorge. Ich gebe dir eine Karte für den Heimweg oder zeige ihn dir, wenn wir hier fertig sind. Okay. Wie hast du vom Sierra Madre erfahren? Alles begann mit einem Rückschlag. Feuer. Blut. Unter der Sonne. Du nervst. So nah, dass man sie hätte berühren können. Aber dennoch, Momente wie dieser scheitern, können einem die Augen öffnen. Was danach passiert, Opa? Danach wanderte ich weiter, allein. Sah die Stürme der Kluft, zog mit den Seifern des Westens, reiste zur großen Leere und entkam. Knapp, dann hörte ich das Signal, die Frauenstimme, das Sierra Madre, die Chance auf einen Neuanfang. Neues Spiel, neues Glück, alles Unsinn. Ich ging dem Signal nach. Erkundete die Stadt mit der Hilfe anderer. Sie töteten einander gegenseitig. Du bist am weitesten von allen gekommen. Was hat er getan? Er hat etwas gehört im Radio und ist dahin gegangen, weil er neugierig war. Just saying, du Heuchler. Ich meine, woher hast du die Halsbänder? Das wissen wir doch schon, Charon. Okay. Diese Halsbänder sind Vorkriegstechnologie. Ich schätze, dieses großartige Land hatte vor dem Krieg Probleme mit zivilem Ungehorsam. Es gibt ganze Serien davon. Das, was du trägst, speziell, einfacher einzustellen, aber auch unverlässlich. Es gibt merkbare Funkinterferenzen. Woher hast du die dann? Ein weit entfernter Ort. Ich weiß. Das Big Empty. Hab's fast nicht rausgeschafft. Da waren noch zwei andere. Eine Frau und ein Mann. Ein Kurier. Die Frau kam mir bekannt vor. The fuck? Andere. Keine Ahnung, was mit ihm passiert ist. What the fuck? Die Frau kam... Okay, ich muss kurz was trinken, Leute. Ich reg mich gerade auf. Die Frau kam dir bekannt vor. Veronikas Freundin. Die dich hasst, weil du sie auseinandergetrieben hast. Und er, ich glaube, ich kenne die Frau. Wow. Von diesem Ort habe ich noch nie gehört. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Big Empty ist eine Schatzkiste. Lügen. Ein wissenschaftlicher Friedhof der alten Welt. Wie das Sierra Madre. Ach, schlecht, Spiel, schlecht. Dort schlummern Schätze. Manche sind auch wach. Das Hologewehr. Die Saturnit-Legierung, die Hologramm-Technologie, Kälteschlafzellen, Securitrons, die Halsbänder, sogar die Anzüge dieser Dinger, die die Villa belagern. Das ist nur ein Bruchteil dessen, was da liegt. Aber jetzt will ich das Sierra Madre. Okay, gehört, wo sie in Rätsel führen könnten. Zum, jetzt stand da? Zum was? Aber gut, dass wir noch einen bekommen haben. Mal gucken, ob wir da alle bekommen. Kann ich mir nicht vorstellen, aber okay.
Hä? Warte. Kann ich da noch was anderes sagen? Nö. Oh, wir sind durch. Jetzt, wo ich hier bin, kommst du runter? Ich habe die Schnauze voll, mit einem Bild auf einen Monitor zu quatschen. Wenn du runterkommen willst, dann tu es. Nein. Ich gehe kein Risiko ein. Ja. Nicht, wenn ich so nah dran bin. Nicht schon wieder. Ich kann warten. Und es mir leisten, vorsichtig zu sein. Du? Du bist da unten eingeschlossen. Dies ist der einzige Eingang. Und ich habe freie Hand in Sierra Madre. Oh mein Gott. Ich habe Zeit. Mehr als du. Glaube ich nicht. Und es könnte weitere Fallen geben. Ich schicke noch ein paar Kundschafter rein. Du bist einfallsreich. Und ich will nichts Nein. überlassen. Nein. Wenn du nicht hier runterkommst, zerstöre ich die Vault und alles, was sich darin befindet. Die Vault ist mir egal, ich will nur hier weg. Dann finde ich selbst einen Weg in die Vault und nehme mir was sich darin befindet. Wenn ich warten soll, mache ich mit. Das Sierra Madre ist mir egal. Wenn ich warten soll, mache ich mit. Das Sierra Madre ist mir wirklich egal. Wirklich. Dann finde ich selbst einen Weg in die Vault und nehme mir, was sich darin befindet. Du bist weit gekommen. Wenn du versuchst, weiter in die Vault einzudringen, bläst sie dir das Licht aus. Es geht noch weiter? Was darin ist, gehört mir. Wer Hand daran legt oder es mir wegnehmen will, wird zur Rechenschaft gezogen. Ich hasse ihn so sehr. Ich hasse ihn so sehr. Ich glaube, ich habe noch keinen anderen so sehr gehasst in diesem Spiel, oder? Gibt es jemanden, der dieses Spiel spielt und sagt, oh, Elijah, der ist ja echt ein Knorke, der ist ja echt süß und toll, ne? Oh, den verstehe ich total. Ich bin auch so ein super Arschloch-Hitler. Was für ein Arschloch. Wie er jetzt durchdreht, weil ich sage, ich fasse vielleicht etwas an, was ich erarbeitet habe. Ich glaube, das ist eine Metapher, das ist eine Anmerkung auf ne, Leute, die von oben herab einfach nur Arbeiter haben. Ob es nun China ist oder egal, gibt es ja überall, auch bei uns im Westen. Kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? Die Mitarbeiter machen die ganze Arbeit und der Chef nimmt sich alles Positive daraus und sowas. Wenn was Schlechtes passiert, Mitarbeiter gefeuert. Und ich glaube, das sollte ein bisschen das sein. Es gibt kein... Elijah hat keinen guten Grund. Nichts. Ich habe schon geschafft, den Aufzug zu entriegeln und vor dir herunterzukommen. Du eilst dich besser, oder? Dazu müsstest du mich zuerst finden. Der Keller ist größer, als du glaubst. Was davon ist besser? Ich habe schon geschafft, den Aufzug zu entriegeln und vor dir hier runterzukommen. Du beeilst dich besser. Dieses Casino ist nicht irgendein Karawanen-Safe. Und das Türschloss der Sierra Madre ist nicht ihr einziges Geheimnis. Also gibt es ein Schloss? Gut, war mir nicht sicher, bis du es erwähnt hast. Die Größe des Schlosses ist egal, nur der Inhalt zählt. Das ist ein gutes Motivational Poster oder ein T-Shirt. Die Größe des Schlosses ist egal, nur der Inhalt zählt. Wie du willst, bleib oben und warte. Ich halte mich hier unten beschäftigt. Wollen wir ihn ein bisschen ärgern? Also gibt's ein Schloss. Gut, war mir nicht sicher, bis du es erwähnt hattest. Die Größe des Schlosses ist egal, nur der Inhalt zählt. Finde ich aber so, passt gerade. Versuche deinen Weg hineinzufinden. Das Sierra Madre hat ein dickes Fell und hat schon so manches. Es geht wirklich weiter? Das an seinen Türen gerüttelt hat. Für die, die nicht wissen, um was es geht, kann der Gewinn dasselbe wie die Strafe sein. Sieh dir die Sicherheit an. Mal sehen, wie es läuft. Ja gut, dass ich Informationen habe von Sinclair, ne? Weißt du, dass Sierra Madre ein einziges großes Kombinationsschloss? Ich hab's fast geknackt. Oder ich hab alles überlebt, was mir das Sierra Madre entgegengestellt hat. Du bist nicht anders. Ich hab alles überlebt, was mir das Sierra Madre entgegengestellt hat. Das ist irgendwie so, das ist ein bisschen stolz, finde ich. Das finde ich gut. Ich habe genug davon, bestohlen zu werden. Ja. Ich komme runter. Vergiss das Sicherheitssystem. Ich werde dich schon finden. Wenn du in die Vault einbrichst, geht deine Halskrause hoch. Oh, wow. What the fuck?